Das Theater Krefeld und Mönchengladbach bringt zum Dezember wieder ein Musical auf die Bühne. Othello darf nicht platzen, heißt das Stück, und es ist eine Persiflage auf die Oper. Die Handlung ist einfach, ein ehrgeiziger Theaterdirektor betreibt ein Provinztheater in Cleveland und will dort Othello aufführen lassen. Sogar ein italienischer Startenor namens Tito Merelli wird dafür eigens eingeflogen. Es gibt nur ein Problem. Dann fängt langsam an, alles schief zu gehen. Der Theaterdirektor Saunders rast, denn der Startenor kommt zu spät. Dann ist er nur am Chianti und an Frauen interessiert. Er will nicht proben, er will das Kostüm nicht anziehen. Und dann schlägt die große Stunde vom Regieassistenten Max. Er kann für Henry Saunders, für den Theaterdirektor, diese Vorstellung retten. Denn, und darum heißt der Titel auch so, Othello darf nicht platzen. Sagten, ich wäre ein Schlag ins Kontor. Max, du bist haargenau, was ich war. Sei mein Ohr! Chef, sie sagten, ich wäre viel zu klein für den Zorn der Statur. Max, vergiss diese Welt, du bist klein und du hast Statur. Chef, sie sagten, Othello kann nicht für Jude sein. So ein Quatsch, meine Das Stück hat fast durchgängig ein sehr rasantes Tempo. Das wird auch immer wieder passend durch den schnellen 30er-Jahre-Swing der niederrheinischen Sinfoniker unterstützt. Nicht zuletzt das macht es sehr kurzweilig. Es wird einfach eine Pointe nach der anderen passieren. Es werden Türen geknallt, es gibt eine richtige Türenchoreografie. Wir befinden uns ja in einer Hotelsuite und die Darsteller werden da herumgehetzt. Und das ist schon so, dass die Figuren überzeichnet sind und trotzdem sehr sympathisch vorkommen. Gerade diese Überzeichnung sorgt immer wieder für eine Komik, wie man an der Generalprobe sieht. Da gibt es zum Beispiel den wütenden Theaterregisseur. Ist es das, was du wolltest? Oder auch den Italiener mit Starallüren. Weißt du, Max, singen ist wie leben. Du musst relaxieren. Bist du nervös, bist du am Ende? Ich weiß, was Sie meinen. Ich singe selbst auch ein bisschen. Du? Ja, nun ja, nicht wie Sie. Ich wünschte, das könnte ich. Das Musical von 2006 basiert auf einem Stück von 1986. Dieses wiederum parodiert die Oper Verdis, die selbst auf Shakespeare beruht. Diese Vielschichtigkeit eröffnet dem Stück viele Möglichkeiten. Es ist einfach zu spüren, dass die Autoren da ganz viel Wissen mitgebracht haben und auch eine Liebe, in dem Fall eben zu Oper, zu Giuseppe Verdis Othello, Liebe zur Oper, Wissen rund um die Oper und das Wissen dieser Klischees und dieser Typen, die wir alle sehr, sehr gut kennen. So richtet sich das Stück zwar einerseits an Opernliebhaber, ist aber trotzdem aufgrund der humorvollen Darstellung für jeden leicht zugänglich. Seit Samstag wird es regelmäßig aufgeführt. Tickets und Termine können Sie der Internetseite des Theaters Krefeld und Mönchengladbach entnehmen. Man sollte reingehen, weil man einen musikalisch schönen Abend erlebt, eine sehr temporeiche, humorvolle Geschichte und weil Typen auf der Bühne stehen, die einem in kürzester Zeit ans Herz wachsen.